Hallo, mein Name ist Nadine Barth. Ich mache das Programm Full Contributed in der Galerie am Strausberger Platz in Ost-Berlin. Wir stellen Fotografie aus und zwar immer mit publizistischem Hintergrund. Wir arbeiten mit Magazinen zusammen, mit Buchverlagen und hier haben wir eine Ausstellung, die mit Thames & Hudson realisiert wurde. Thames & Hudson hat ein Buch rausgebracht, Street Photography Now, und hier geht es zum ersten Mal seit Jahrzehnten darum, einen Überblick über diese Szene der Street Photography zu geben. Jetzt haben wir hier einen sehr jungen Fotografen etwa, einen Londoner, der heißt Matt Stewart, und ihm geht es darum, immer die humoristische Note an den Bildern zu finden. Er sagt, am besten man hat gute Schuhe an und hat Lust auf das Leben, Lust auf den Tag, und dann kriegt man auch die richtigen Bilder. Er hat immer so ein kleines Augenzwinkern dabei. Das Typische an der Street Photography ist nämlich, dass man wirklich die Momente mitkriegt, die besonders sind, die einfach, wo einfach etwas passiert, wo Menschen miteinander interagieren und wo man einfach sehen kann, das ist Leben. Hier zum Beispiel von Armani Willett, einem Fotografen aus Dar es Salaam. Der hat eine Szene gefunden in New York, wo ein Schwarzer wegrennt, eine andere Frau schreit. Man denkt, was ist das eigentlich? Und hier geht es eben genau um so eine Szenerie, die man begreifen muss als Abbild der Realität, der Wirklichkeit, wie wir sie gesellschaftlich finden. Normalerweise sind die Street-Fotografen aber auch eher an, sagen wir mal, so eine Art Pop interessiert. Hier Majek Dakowitz, der hat in Cardiff in England das Nachtleben fotografiert. Da geht er seit Jahren eigentlich geht er raus, trinkt über ein paar Bier und sagte, dann ist es einfacher, und fotografiert. Und findet einfach Szenen, die vor ihm so, jedenfalls dort in der Stadt, keiner gefunden hat. Wir haben hier noch einen besonderen Fotografen, der die Farbfotografie mitgeprägt hat, Martin Parr, auch ein Engländer, der eigentlich immer ziemlich böse Fotos macht. Er sagte, andere gehen raus und fotografieren Armut, ich gehe raus und fotografiere Reichtum. Der Reichtum sieht aber meistens ziemlich schräge aus. Hier ist er bei der Moskau Fashion Week gewesen und hat da eigentlich ziemlich eindrückliche Bilder mitgebracht. Die verschiedenen Räume sind eigentlich strukturiert auch nach verschiedenen Themen. Da geht es um das Nachtleben, um Kompositionen, Farben und Formen. Hier haben wir echte Street Photography, die in New York stattfindet hauptsächlich, wo man eben viele Menschen sieht, die irgendwas machen, die sich in der Urbanität der Stadt zurechtfinden. Und wo es eben um das Zusammenspiel dieser ganzen Kompositionsteile geht. Und da die Fotografen meistens ja auch in fernen Ländern unterwegs sind, sich oft selbst die Themen stellen, findet man dann eben auch solche besonderen Fälle in Dubai. Arabian Prospects hat der Fotograf das genannt, Frederik Lesmy, ein Schweizer, der in Deutschland lebt. Und was wir sehen, ist eigentlich erstmal verwirrend. Wir sehen den Eiffelturm, wir sehen eine, hübsche Häuser, Menschen davor. Und es ist aber alles nicht echt. Es ist nur ein Plakat vor einem Baugerüst. Wir sind mitten in der Wüste, das ist alles Zukunftsmusik. Und das ist eben das, was die Street Photography heute leisten kann. Sie zeigt uns die Welt, wie sie ist, ungeschminkt, ungeschönt, in der Ausschnitthaftigkeit, die die Fotografen selbst bestimmen. Soweit die Ausstellung. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt gewesen. Es sind über 40 Fotografen, die hier gezeigt werden. Und wie es ansonsten auch bei uns in der Galerie weitergeht, erfährt man auf contributed.de.